Hallo Leute und herzlich willkommen zur vielleicht letzten Folge von Pokémon Reborn. Zumindest von der Reborn Challenge. Denn, beziehungsweise nein, muss ja noch nicht die letzte. Selbst wenn wir jetzt verlieren nicht, dann haben wir immer noch ein paar Pokémon auf der Box. Ich habe nicht wirklich was geändert. Ich habe Folipoba ein bisschen trainiert. Ihr seht hier, hier ist ein Pokémon draufgegangen, hier brennt eins. Ich habe also die anderen Pokémon zum Trainieren genutzt. Ist ja nicht weiter schlimm, das habe ich im Livestream ja auch immer so gemacht. Ich habe es halt nur ein bisschen trainiert, weil ich ehrlich gesagt keine Lust auf Training hatte, sondern weiter in der Story machen wollte. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich habe eine taktische Attacke gelernt, und zwar hier Doppelteam an dieser Stelle. Ihr merkt auch schon gerade, die Musik geht ein bisschen schnell, ne? Könnten wir vielleicht mal ändern. Doppelteam kann es jetzt, statt Rasierblatt. Ich hoffe, dass uns das vielleicht in der ein oder anderen Situation das Leben rettet. So, auf geht's. Und da ist es, Team Galaktik. Cyrus ist fort, Mars und Jupiter haben das Handtuch geworfen. Saturn will nach den Überresten von Team Galaktik suchen, doch mir will er sich nicht anschließen. Welch ein Narr. Welch Narren sie alle sind, geben Team Galaktik einfach auf. Nach all der Mühsal und Arbeit, die wir in dieses Team gesteckt haben, diese Macht hätte uns allen unvorstellbaren Reichtum beschert. Doch genug der Worte, der Magmastein wird mir gehören. Hey, Team Galaktik, was geht hier vor? Na sowas, du bist mir wohl bis hierher gefolgt, was? Ich schätze deinen Eifer, aber leider kommst du zu spät. Pech gehabt. Mit diesem Magmastein werde ich das legendäre Heatran erwecken. Ich werde Vulkane ausbrechen lassen können und damit Millionen erpressen. Er zittert vor mir, denn ich bin Charon, der Chef des neuen Team Galaktik. Los, los, los! Was? Nein, der Magmastein! Was geschieht hier? Eine Meisterleistung, Libunkel! Puh! Sich zum Zwecke der Observierung als Feld zu tarnen, ist wahrhaftig keine einfache Leistung. Und nun muss ich Sie höflichst um Kooperation mit der internationalen Polizei bitten, Greis. Ich habe den Verdacht, dass Sie eine Menge über Team Galaktik wissen. Immerhin sind Cyrus, Mars und Jupiter nicht auffindbar. Einem alten Fährtenhund wie mir ist sofort aufgefallen, dass Sie das letzte verbleibende Mitglied sind. Alarm! Die internationale Polizei! Auweia, du hast recht, wir sind umzingelt! Ja, überall sind sie. Uns bleibt nur eines übrig. Weg hier! Weg hier! Na, dann lauft mal. Was für ein Desaster. Was? Internationale Polizei? Was sagt ihr da? Ich weiß doch nichts. Ein neues Team Galaktik, bitte? Heatran zur Erpressung missbrauchen? Das war doch nur das Geschwätz eines verwirrten alten Mannes. Mein Greisenalter ließ mich wirre Dinge faseln. Und ganz nebenbei bin ich noch gar nicht lang einer von Team Galaktiks Commandern, quasi ein Praktikant. Darüber können wir uns gern bei einer Tasse Tee unterhalten. Sie werden genügend Zeit haben, um sich Ausflüchte zu ersinnen. Oh nein, nein, nein. Der Festnahme wird sich nicht widersetzt. Zudem steht es 3:1, nicht wahr? Wachtmeister, bitte nehmen Sie diesen Herrn fest. Wo kommt er jetzt her? Oh, und er? So, ein armer alter Mann. Diese Hitze kann doch nicht gut für ihn sein. Bringen Sie ihn an einen kühlen Ort. Ein Kühlschrank kommt mir in den Sinn. Tschüssi. Ich hätte gedacht, wir müssen kämpfen. Haben wir nochmal Glück gehabt. Flo. Und du auch, Junge. Junge, es hat mich ganz kurz wieder ein bisschen verwirrt. Obwohl ich dich noch nie zuvor gesehen habe. Glaube ich. Mit Gesichtern habe ich trotz meiner Genialität ein Problem. Findet ihr es nicht auch ziemlich heiß hier? Wir sollten uns an einen anderen Ort begeben. Ach, jetzt bin ich wieder draußen und könnte jetzt wieder reingehen. Um hier dran zu holen, oder was? Ja, habe ich ja das Training umsonst hier durchgezogen. Puh, frische Luft. Wie überaus erfrischend sie ist. Puh. Die vulkanische Asche hat mir die ganze Lunge verstopft. Jetzt zu euch beiden. Dieser Stein ist es, den wir gesucht haben. Der Magmastein. Legenden berichten, dass sein Bewegen das Pokémon Heatran aufweckt. Und weiter heißt es, dass der Kalbeck nach seinem Erwachen ausbrechen wird. Aber ich habe ihn bewegt, sonst läge er doch jetzt nicht hier. Wo ist denn nun der Ausbruch? Mal keinen Stress, Fremder. Wieso gibst du den Magmastein nicht mir? Ich lege ihn für dich zurück. Was für eine Energie dieser junge Mann doch hat. Flo, zwar ist meine Mission zutiefst geheim, doch sollte ich dir den Grund meiner Anwesenheit mitteilen. Seit unserem letzten Treffen im Kraterberg habe ich das Versteck dieser Spitzbuben heimgesucht. Heimlich heimgesucht. Ja. Meine Fähigkeiten konnten den Plan Charons offenlegen und aufgrund meines Genies observierte ich diesen Ort hier. Dieser Charon,
Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, er befindet sich nun in Gewahrsam. Man könnte sagen, dass Team Galactic nun keine Gefahr mehr darstellt. Meine Arbeit ist sozusagen erledigt. Hey da, Fremder. Ich habe den Magmastein an seinen angestammten Ort gebracht. Ich nehme mal an, dass alles okay ist. Vermutlich wacht Theatran nicht auf. Aber hey, Flo, ich sehe da Trainerfähigkeiten der Spitzenklasse. Wieso kommst du nicht mal bei mir im Überlebensareal vorbei? Wir sehen uns, Fremder. Und bis bald, Flo. Haut rein, Leute. Jo, bis dann, ne, Avanaru. Der ist aber schnell unterwegs hier. Auch ich werde mich nun verabschieden. Je schöner das Treffen, umso trauriger der Abschied. Dieses Sprichwort hörte ich vor vielen Jahren in einem fernen Land. Mir fällt das Land nicht mehr ein. Was? Nein, oder... Es spielt keine Rolle. Ich verstehe die Bedeutung jetzt viel besser. Leb wohl, Flo. Unsere Freundschaft bleibt bestehen. So wie das ewige Band zwischen Menschen und Pokémon. Das hast du wirklich schön gesagt. Gut, dann... wir dürfen zwar unsere Pokémons hier gar nicht mehr so an sich verwenden, aber ich denke, VM-technisch ist es jetzt... Oder es ist einfach ein bisschen komfortabler, wenn wir hier ein bisschen umherfliegen können, denke ich mal, oder? Ja, ich würde sagen, wir fliegen mal zum Überlebensareal, weil wir uns das da ja mal angucken sollten. Eigentlich. Und das tun wir dann auch mal. Na, guck mal, da stehen sie schon alle. Na, wir gehen mal ins Pokémon Center und heilen zumindest zum Teil ein bisschen auf. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch auf dem PC haben. Das ist jetzt natürlich nicht optimal gelaufen im letzten Part. Mal wieder. ich glaube, wir hatten noch zwei Pokémon auf Reserve, oder? Ich glaube schon. So, mal gucken. Mal schauen. So, wir hatten noch... Genau, die hatten wir ja schon eingesetzt hier alle. Du bist schon gestorben. Die drei hatten wir hier noch, ne? Blockler. Blockler, Klausi und Mike. Nice, hätten wir zwei Roselias auf jeden Fall dabei. Ja, ich würde mal sagen, Pokémon, die wir VM-technisch nicht ersetzen können, bleiben erstmal da. Dürfen wir aber nicht einsetzen. Müssen wir uns halt merken. Und den Rest können wir ja mitnehmen. Also, weil ohne VMs wäre es halt jetzt wahrscheinlich schon gelaufen. Oder ohne Fliegen wäre es halt ziemlich, ziemlich nervig. So, dann nehme ich dich mal noch mit, Blockler. Dann nehme ich mal dich noch mit, Mike. Und Klausi nehmen wir gleich auch noch mit. Werden wahrscheinlich allesamt nicht viel bringen. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, noch großartig zu trainieren. Von daher versuchen wir es jetzt einfach hauptsächlich mit einem Pokémon zu schaffen. Und ja, die drei anderen werden nicht wirklich viel dazu beisteuern können. Vielleicht Blockler noch ganz ein bisschen, aber ich denke mal nicht. Gut. Man könnte natürlich überlegen, ob man jetzt Giratina und Driftlon zum Beispiel noch mit reinnehmen könnte ins Team. Weil die ja mehr oder weniger... Driftlon war ja zum Beispiel... Oder Driftzeppeli war ja zum Beispiel immer in unserem Team mit dabei. Und ist als einziges nicht gestorben sozusagen. Das heißt, die sind ja im Prinzip auch da und könnten das Team ergänzen. Und Giratina hat uns eben das Ganze hier ermöglicht, diese Story. Von daher wäre das auch eine Möglichkeit, denke ich mal. So, dann gucken wir uns jetzt auf jeden Fall mal an, was die hier noch zu sagen haben. Ja, falls ein Doppelkampf zustande kommen sollte, wechsle ich mal hier noch. Und Paddy packe ich mal auch noch ganz nach hinten. Na gut. Also ein Pokémon und drei halbe oder sowas in die Richtung, ne? Hallo. Na, wenn das mal nicht Flo ist. Dieser Ort hier. Hier wohne ich. Willst du nicht reinkommen? Ja, mal gucken, ne? Was ist mit dir so? Hey, Flo, wie geht es dir? Mir? Meinst du das ernst? Meine Siege im Duellturn nehmen kein Ende. Was? Meine längste Siegesserie? Wie meinst du das? Du wirst mich jetzt auseinandernehmen. Ja, gut. Laber mal vor dich hin. Ein alter Knacker. Hallo. Oh, also bist du es. Du bist mit Avanaru befreundet. Sowohl Marinus als auch Avanaru haben mir bereits von dir berichtet. Nun, mein junger Trainer, du bist hier immer willkommen. Dies ist ein privater Club für die Arenaleiter der Sinnoh-Region. Nur sie und Trainer, für die sie bürgen, haben hier Zutritt. In diesem Ort streben die Besten danach, noch besser zu werden. Willkommen im Duellareal. Okay, hier können wir also gegen die Arenaleiter antreten. Hier sind auch schon, guck mal, das sind hier alles Arenaleiter, ne, bis auf er hier. Dieser Ort steht nur den Stärksten unter den Trainern offen. Das meine ich ernst. Eigentlich musst du von einem Arenaleiter eingeführt werden, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Nun, ich mache mich dann auf den Weg zur Kampfzone. Mal sehen, wie weit ich im Duellturm vorankomme.
Okay, er scheint also keine Kampfkoryphäe zu sein, wie ich es anfangs erwartet hätte. Scheint einfach eine ganz normale Person zu sein. Hallo, Marinus. Na, wie geht es dir? Meine Pokémon wurden von der stürmischen See noch zäher gemacht. Sie wehren jeden Angriff ab und ziehen dich dann nach unten. Der Sieg wird unser sein. Also los, lass es uns hinter uns bringen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das jetzt tun sollte. Ah, hey, YOLO. Diese Einstellung lobe ich mir. Lass es uns angehen. Wenn wir schon nicht, wir müssen ja zumindest überall irgendwie reinschnuppern, ne, um Reborn so ein bisschen abschließen zu können. Oh Gott, 5 Pokémon gegen 1. Tohaido. Guten Tag, Tohaido. Willst du zumindest physisch angreifen? 61. Gut, wir geben unser Bestes und setzen als erstes mal Doppelteam ein, um eventuell ausweichen zu können. Wir müssen ja irgendwie hier was machen, was uns was bringt, ne? Nachthieb. Okay, das dürften wir einstecken, oder? Wie viel zieht das ab? Nicht gerade wenig. Nicht gerade wenig. Ist Nachthieb eine Attacke, die immer trifft? Da gibt es ja einige jetzt von, ne? Ah, verdammt. Wenn man sich nur besser auskennen würde. Nee, Nachthieb geht daneben, das ist sehr gut. Wir setzen nochmal Doppelteam ein. Wir müssen hier echt alles rausholen aus einem Pokémon, was nur geht. Von daher pushen, 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 pushen. Bis zum geht nicht mehr. So, Nachthieb nochmal. Das dürfte ja jetzt so um die 54 KP abziehen. Sollten wir also überleben. Wir sollten eigentlich auch noch einen Nachthieb überleben. Eigentlich schon, aber ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher. Gerade wenn jetzt irgendwie so ein Volltreffer kommen sollte oder sowas, wäre das nicht optimal. Ganz und gar nicht. Dann wären wir down. Down, Baby, down werden wir dann. So. Mal sehen, ob es jetzt wieder trifft. Ja, ein weiteres Mal trifft es, obwohl wir Doppelteam schon recht häufig eingesetzt haben. Finde ich jetzt nicht so ganz nett von dir. So, dreimal können wir es aber noch einsetzen, dann werden wir es auch noch dreimal einsetzen. Und dann gehen wir in die Offensive und dann rattern wir ein Pokémon nach dem anderen hier hoffentlich weg. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann ein Eistrahl, der random einfach mal trifft, so wie Nachthieb hier die ganze Zeit trifft. Was ich nicht so gut finde, ehrlich gesagt. Ja komm, dieses Mal setzen wir mal Doppelteam ein, nochmal, bevor wir uns heilen. So, Fluchtwert ist jetzt schon fast auf dem Maximum. Es trifft und trifft und trifft, was ist denn da los? Das macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Gut gepokert, ne? Gut gepokert. So. Hypertrank. Jetzt könnte es echt mal daneben gehen, weil... Wozu pushen wir uns hier schließlich die ganze Zeit? Wenn es sowieso die ganze Zeit trifft. Finde ich gerade ein bisschen unfair, Tohaido. Muss ich so zugeben. Na klar, treff auch damit noch. Ist okay. Aber das zieht nicht so viel ab. Immerhin. So, Energieball dann mal. Jetzt nicht damit gerechnet, dass wir auch mal angreifen, was? Ja, ja, ja. So, geht leider auf den Spezialangriff. Deswegen ist es nicht gerade unsere mächtigste Attacke. Aber reicht dank einem Volltreffer aus. Damit haben wir Tohaido ausgeschaltet. Gut. Wir haben ja auch noch Wundersaat und Step-Bonus. Und jetzt kommt Gyarados. Ja. Weiterkämpfen, ne? Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Unseren Angriff jetzt auch noch schwächen zu lassen direkt, ist ein bisschen kacke. Energieball. Come on, Hälfte zumindest. Das wäre ganz nice. Wenn wir zumindest die Hälfte abgezogen bekommen. Gut, ist vielleicht nicht ganz die Hälfte. Nicht ganz. Ja, versuchen wir es mit Stärke. Immerhin brauchen wir unseren Energieball ja irgendwie noch. Ach du Scheiße, es zieht so wenig ab. Ich setze noch ein letztes Mal Doppelteam ein. Und dann werde ich halt immer rauf, immer rauf, immer rauf mit Stärke. Der wird sich dann 10-mal heilen. Aber im Moment trifft Gyarados zumindest schon mal nicht. Das ist ganz gut. Und wenn es trifft, dann greift es sowieso, glaube ich, eher offensiv an. Also physisch. Und physisch sind wir defensiv ganz gut aufgestellt. Sollten wir einigermaßen gepackt bekommen. Hoffe ich. Haben wir nicht sogar noch Push-Items, sag mal? Gigastoß trifft, okay, wie viel zieht das ab? Gigastoß hört sich sehr, sehr stark an. Ja, zieht jetzt nicht gerade wenig ab. Ich habe noch eine andere Idee. Wir könnten uns noch ein bisschen weiter pushen hier gegen Gyarados. Mit den ganzen Kampf-Items, die wir noch so dabei haben. Einfach so richtig vollstopfen mit allem, was wir haben.
Und dann kommt wieder ein Volltreffer und beendet das Ganze. Muss ich wieder aufladen? Ach, das war ein Hyperstrahl sozusagen, oder was? Bloß physisch dann. Okay. Gut, gut. Kampf-Items. X-Angriff, Angriff plus. Erhöht die Volltrefferquote, glaube ich, ne? Na egal. Wir machen mal erstmal X-Spezial. Erhöht den Spezialangriff. Okay. Machen wir mal. So. Garados muss ich ja jetzt nochmal. Muss ich ja jetzt nicht mehr erholen, aber jetzt wird es vielleicht noch. Top-Genesung kommt jetzt. Okay. Gut, gut. Von mir aus macht das Garados. Ist okay. Wir werden indes mal nochmal das einsetzen. Dann ist unser Spezialangriff schon mal ganz in Ordnung. Für die nächsten Pokémon. Nassschweif trifft nicht, sehr gut. Wäre sowieso nicht sehr effektiv gewesen. Fokusstoß scheint leer zu sein. Dann haben wir hier noch X-Angriff. Ich würde gerne Angriff Plus noch mit da nutzen. Hebt die Volltrefferquote des Pokémon im Kampf. Na komm, lass das noch machen. Volltreffer sind auch immer ganz nice. Sehr schön. Wolpe pumpt sich auf. Als wenn wir es nicht schon lang genug aufpumpen hier. So, Biss stecken wir ganz gut weg. Was haben wir denn hier noch so? X-Treffer, X-Tempo, X-Angriff. Ja gut, dann X-Angriff noch für Stärke und so weiter. So, jetzt haben wir Angriff wieder erhöht, der vorher gesenkt wurde. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Normalwert immerhin schon. Dann kommt nochmal Biss, geht aber wieder daneben. Gut, dann noch einmal X-Angriff. Setze ich jetzt auch beide ein. Dann haben wir halt einen mega gepushten, also nicht einen mega gepushten Angriff, aber einen doppelt so starken Angriff und einen doppelt so starken Spezialangriff. Plus hohe Volltrefferquote. Jetzt kommt nochmal ein Gigastoß. Finde ich nicht so nett von dir, Garados. Volltreffer am besten. Nee, heute nicht. Okay, das ist ganz nett von dir. Aber es muss sich jetzt eh erholen, ne? Ja gut, ist egal. Wir heilen uns so oder so. Dann können wir uns auch jetzt heilen und danach pushen. Und dann können wir endlich in die Offensive gehen. Und dann werden wir wahrscheinlich vom nächsten Pokémon Volltreffer Bam raus. Aber egal. Hauptsache einen Arena-Leiterkampf hier schaffen. Oder zumindest die Chance darauf haben. So. Ein letztes Mal X-Angriff. Okay. Okay, Garados. Biss. Biss tut nicht so doll weh. Und jetzt kommt Stärke. Pass auf, irgendein Pokémon hat bestimmt Brüller. Das wäre auch richtig nice. Wenn alle Pushes umsonst gewesen schon wieder. So, Stärke zieht über die Hälfte ab. Das ist nice. Biss geht daneben. Und dann können wir das Ganze jetzt beenden gegen Garados. Gut, haben wir zwei Pokémon ausgeschaltet. Bleiben noch drei. Und ich hoffe, dass da nicht ein Lapras oder Yugong oder irgendwie etwas in die Richtung dabei sein wird. Kein Eis-Pokémon. Bojelin, okay. Pokémon wechseln natürlich nicht. Bojelin, okay. Da haben wir eine sehr effektive Attacke gegen. Das ist sehr schön. Oh, 63. Ist schneller. Eiszahn, wow. Ging zum Glück daneben. Schwein gehabt. Doppelteam uns mal wieder den Arsch gerettet. Gut, es wäre physisch gewesen, hätten wir wahrscheinlich überlebt. Immer noch besser als ein Eisstrahl, aber... Naja. So, Bojelin down. Nice. Wunderbar. So, wer kommt jetzt? Oh Gott, Kapaloris, da haben wir... nichts sehr Effektives gegen. Eisenschweif ist sogar doppelt nicht sehr effektiv. Pflanzenattacken sind nur normal effektiv, genauso wie Stärke. Deswegen würde ich sagen, setzen wir hier Stärke ein. Weil unser Angriff halt recht gut ist und Kapaloris Verteidigung nicht so gut ist. Heißt, das sollte trotz allem ordentlich Schaden machen. Trägt das Überreste oder eine Zitrobeere? Zitrobeere. Ach du Scheiße, halt das viel, ey. Eisstrahl. Oh, wir müssen auf jeden Fall noch einmal das Ganze überstehen. Okay, komm, 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 komm. Vielleicht mal endlich den Volltreffer, den wir hier uns erarbeitet haben. Nicht so? Oh, Glück gehabt, ey. Puh. Jetzt kommt die Heilung. Das heißt, wir müssen es sogar nochmal überstehen. Es sei denn, da kommt jetzt endlich mal ein Volltreffer, ne? Wir haben ja immerhin uns aufgepumpt. Dann wäre das auch ganz nett, wenn da mal irgendwie... wir ein bisschen Kraft rauspumpen könnten. In den Gegner hinein, dass er platzt einfach. Wäre ganz nett. Dankeschön. War kein Volltreffer. Oh, nice. Dann hat es ganz schön heftig viel abgezogen plötzlich. Gut. Dann ist Kapaloris down und es bleibt nur noch ein einziges Pokémon. Und dann können wir tatsächlich... Ah, jetzt kommt der Volltreffer. Ja, ist nett. Danke. Danke, danke. So, als nächstes kommt Morlock. Oh, das ist nice.
Da haben wir eine doppelt sehr effektive Attacke. Ist also sowas von One-Hit. Müssen halt nur schneller sein. Und ich denke, das sind wir. Und dann treffen wir. Und nice. Sehr gut. Hervorragend. Haben wir die Reborn-Challenge noch immer nicht verloren. Wir geben uns so leicht nicht geschlagen, ne? So. Wolpe regelt das alles schon. Level 61. Nice. Gut. Plus 4 Angriff ist ganz nice, auf jeden Fall. Da muss ich sogar grinsen. Das hat richtig Spaß gemacht. Na, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Obwohl ich so viel trainiere, gibt es immer noch einige Trainer, die noch stärker sind als ich. Je stärker ich werde, desto weiter entfernt sich mein Ziel. Dieser Weg ist lang und steinig und scheint zudem niemals zu enden. Aber zum Glück sind meine Pokémon bei mir auf jedem Stück des langen Weges. So, gut. Hier gehen wir mal schnellstmöglich wieder raus. Mit mehr Arena-Leiter muss ich mich dann nicht anlegen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir uns auf den Weg, denke ich, vom Karlberg rechts aus gesehen und dann nach unten. Da ist ja auch noch so ein Areal, wo wir hin können. Es bleibt schon noch ein bisschen zu erkunden und mit einem Pokémon wird das echt ein bisschen heftig. Aber das wird ja auch, denke ich mal, dann schnell stärker werden. Von daher hoffe ich, dass wir das irgendwie gepackt kriegen. Scheiße ist halt nur, dass unsere Spezialverteidigung so gering ist. Aber passt schon. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.